Dateien sortieren mit dem Windows Explorer. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich bin hier mit Windows 11 unterwegs und ich habe hier einen Schnellzugriff Bilder. Ich habe ebenfalls dieser PC Bilder und ich habe hier rechts nochmals dasselbe wie hier beim dieser PC schon wieder Bilder. Anfänger sind nun versucht, zwei dieser überflüssigen Bilderordner zu löschen, aber es ist immer dasselbe. Hier beim Schnellzugriff, diese Ordner, die stecken in Wirklichkeit hier auf diesem PC. Und wenn ich auf diesen PC klicke, dann sehe ich hier rechts alle Ordner und Dateien, die hier auf dem PC sind, und hier links sehe ich nur Ordner. Ich kann diese Ordner hier aufklappen, also ich kann hier auf Dokumente gehen und ich sehe weitere Ordner. Und wenn ich nun hier auf Dokumente klicke, dann sehe ich dieselben Ordner wieder und allenfalls bereits einzelne Dateien. Die erkennt man am Dateisymbol. Das ist offenbar eine Mail. Microsoft geht davon aus, dass ich auf meinem PC Bilder, den Desktop, dass ich Dokumente, Downloads, Musik und Videos habe. Aber wenn ich hier auf Dokumente klicke, dann ist in diesem Ordner schon Zeug drin, das nicht von mir ist, sondern von irgendwelchen Programmen, von Adobe, von Camtasia. Also da bin ich verunsichert. Deshalb mache ich auf meinem PC immer einen Ordner und der ist unverdächtig angeschrieben, Pirmins Dateien, und hier drin mache ich eine ganz ähnliche Struktur. Wie baue ich das auf? Zum Beispiel so. Ich brauche dazu zwei Techniken. Erstens, wie erstelle ich einen neuen Ordner? Und zweitens, wie trage ich die Dateien hin und her? Hier in Windows 11 kann ich sehr schnell einen neuen Ordner erstellen. Hier oben auf Neu, Ordner, der erscheint hier sofort und ich kann diesem Ordner sofort einen Namen geben. Und man kann natürlich auch immer noch, wie früher, hier irgendwo einen Rechtsklick machen. Neu und dann hier Ordner, dann erscheint auch sofort ein neuer Ordner, den ich benennen kann. Wie soll ich schlau sortieren? Hier ein Vorschlag von mir. Ich erstelle Ordner und Unterordner. Achtung, beliebig viele Unterordner geht nicht und zu lange Dateinamen eignen sich auch nicht. Zum Beispiel so: Fotos, Kunden, Projekte, Schulen, also thematisch, und Windows Explorer sortiert das ja schön alphabetisch ein. In diesen Ordnern mache ich wieder Unterordner und je nachdem sieht das ein bisschen anders aus. Ich zeige mal, wie das bei mir bei den Fotos aussieht. Also ich habe einen Ordner Fotos, dort drin habe ich einen Unterordner Familie und in diesem Familienordner habe ich Dekaden, also 10-Jahres-Einteilungen. Ja, ich habe auch noch alte Bilder. Dann habe ich Personen, denn es gibt Personen, die habe ich fotografiert, aber die gehören nicht wirklich zur Familie. Und wenn ich dann ein Bild suche, dann würde ich zu lange in meinen Familienbildern suchen. Also hier sortiere ich nach Namen. Oder ich habe vielleicht ein Hobby und züchte Rosen. Also macht es Sinn, dass die Rosen nicht bei der Familie eingeordnet sind, sondern vielleicht nach Themen. Also Kletterrosen, Wildrosen und so weiter. Wie sieht's denn im Familienordner aus? Wie gesagt, ich mache Einteilungen in 10-Jahres-Schritten. Hier im Jahr 2020 bis 2029 hat es natürlich zuerst den Ordner 2020 und dort drin habe ich einen Anlass. Ich beschrifte den Ordner immer amerikanisch. Zuerst kommt das Jahr 20, dann der Monat 01 und dann 06. Das war der Tag, also drei Könige. Dann ging das durchs Jahr so weiter, durchs ganze Jahr. Und dieses Jahr sieht das natürlich ganz ähnlich aus. Aber vielleicht habe ich da Bilder von Nachbarn. Okay, die zählen auch nicht wirklich zur Familie, aber ich will die nun mal hier drin. Und wenn ich den Monat nicht kenne
Und den Tag, dann schreibe ich einfach für den Monat Nullen und für den Tag auch Nullen. Aber vielleicht wüsste ich ja den Monat und den Tag, aber ich habe all diese Nachbarn jetzt einfach in diesen Ordner geschmissen. Wenn ich den Tag nicht kenne, dann schreibe ich beim Tag Nullen. Vielleicht habe ich einige Skitouren gemacht und die schmeiße ich alle in den Januar. Natürlich gibt es dann noch Skiferien und vielleicht doch wieder etwas Garten, denn da war der Gartenstart am 12. Mai und so weiter. Also überlegen Sie sich, was Sinn macht und vor allem, wie und wo würden Sie Ihre Dateien wieder suchen. Wie verschiebe ich Ordner und Dateien? Es wäre möglich, Ordner und Dateien zu packen und irgendwo hinzutragen, also Drag and Drop. Aber ich bin da sehr zurückhaltend, denn wenn man ein bisschen schnell unterwegs ist, passieren komische Pannen. Also wenn ich zum Beispiel schnell mit dem Scrollbalken nach oben fahren will, aber aus Versehen gerade diesen Ordner packe, denn der liegt hier gerade einen Millimeter daneben und ich will nach oben fahren, lasse wieder los und alle meine Dateien sind weg und ich weiß nicht mehr, wo sind meine Dateien. Wenn das mal passiert, drücken Sie gerade jetzt die Tastenkombination Ctrl-Z und alles ist wieder da. Hier im rechten Bereich geht das mit dem Drag and Drop schon noch, denn da passiert nicht sehr viel. Ich packe zum Beispiel dieses Bild, das gehört zu Adelboden. Sobald der Ordner darunter blau wird, kann ich die Datei loslassen und die ist dort drin. Ich trage aber nie eine Datei von hier auf den Ordnerbereich hier links, denn da passieren unerwartete Dinge. Ich mache es aber meistens so. Ich klicke auf eine Datei, sage hier ausschneiden oder natürlich geht es schneller mit Ctrl-X, dann wird die Datei ein bisschen ausgegraut. Ich gehe mit einem Doppelklick auf den Zielordner, öffne ihn, mache einen Rechtsklick einfügen oder ich kann eben hier oben sagen einfügen und das Bild erscheint dann hier. Okay, jetzt ist es noch nicht synchronisiert. Aber jetzt muss ich ja immer wieder aus diesem Ordner raus. Also rauskomme ich mit diesem Pfeil nach oben oder wenn ich im Ordner bin, kann ich auch hier im Dateipfad eines nach links, dann bin ich auch wieder außerhalb des Ordners. Aber das ist ja alles jetzt ein bisschen unpraktisch. Ich hätte gerne den Windows Explorer doppelt geöffnet. Drücken Sie einfach Ctrl-N für neu und ich habe den Windows Explorer doppelt geöffnet. Das sieht man hier unten. Jetzt hätte ich den gerne aber nebeneinander. Ich packe den einen Windows Explorer, trage den links an den Bildschirmrand, lasse den wieder los. Ich werde hier gefragt, was denn im rechten Bildteil angezeigt werden soll. Ich wähle hier den Windows Explorer und nun kann ich auch Dateien besser hin und her tragen. Ich öffne mal hier im rechten Teil den Ordner Kunden, denn ich habe hier drei Kunden drin und die Excel-Datei hier links, die soll hier zu einem Kunden verschoben werden. Also ich klicke hier auf die Datei. Ctrl-X, dann wird die ausgeschnitten. Ich gehe hier zu diesem Kunden, Doppelklick und sage hier einfügen und hier ist sie verschwunden und hier ist sie erschienen. Ich möchte nun gerne eine Datei doppelt ablegen. Diesen Pressebericht hätte ich nämlich gerne bei Dextro und ich hätte den gerne auch noch in diesem Ordner. Machen Sie keine Kopie, sondern machen Sie eine Verknüpfung. Also ich klicke hier auf dieses PDF. Mache einen Rechtsklick und gehe zu weitere Optionen. Hier zu Verknüpfung erstellen. Das dauert einen Moment. Und jetzt habe ich die Datei nicht doppelt, sondern ich habe hier das Original. Das verschiebe ich einmal zu Dextro. Ich klicke doppelt auf Dextro. Ich trage das hier bei Dextro hinein. Ich weiß, dass ich bei Dextro drin bin, denn hier oben steht der Dateipfad. Ich bin hier bei Dextro. Ich gehe wieder aus diesem Ordner raus. Ich gehe wieder zu Kunden. Und die Verknüpfung hier, die trage ich noch zum nächsten Kunden, hier zu FFS. Und jetzt steht hier bei FFS eine Verknüpfung drin. Und wenn ich hier doppelt klicke, dann öffnet sich die Originaldatei, die natürlich hier bei Dextro drin ist. So öffnet sich
immer das Original und ich habe nie Duplikate, wo ich nie weiß, welches ist denn älter oder jünger. Sollte ich doch einmal eine Kopie gebrauchen, dann klicke ich auf die Datei, drücke hier auf Kopieren und schon entsteht eine Kopie. Viel schneller geht es aber so, wenn ich auf eine Datei geklickt habe, die Ctrl-Taste gedrückt halte und ein bisschen an dieser Datei zupfe, dann steht hier bereits, ich will diese Datei kopieren. Ich lasse die Maustaste los und sofort erscheint eine Kopie. Und natürlich ist die auch als Kopie beschriftet und die könnte ich nun wieder irgendwo hintragen. Das war's.